Metal-Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal darum, dass ich Looter-Shooter wirklich absolut hasse. Für die, die es nicht wissen, Looter-Shooter sind quasi einfach die mit beschissensten Spiele, die ich mir vorstellen könnte. Es ist einfach nur ein endloser Gameplay-Loop aus bekämpfe Gegner, krieg Waffen, kämpf weiter, um bessere Waffen zu bekommen oder bessere Ausrüstung, was auch immer. Es ist quasi einfach nur ein endloses Grind-Fest, was einfach nur darauf aufbaut, dass du irgendwie Dopaminausstoß dadurch bekommst, irgendwas zu bekommen. Es ist einfach die simpelste und beschissenste Art, einen fucking Spieler zu belohnen. Du kriegst keine neuen Fähigkeiten, du kannst nicht irgendwie jetzt einen geilen Takedown-Move machen. Nein, deine Waffe ist minimal stärker. So, ich bin ehrlich, ich hab meinen ersten Kontakt damals mit Destiny 2, wo es kostenlos wurde. Ich hab's gemocht, bis ich irgendwann realisiert habe, dass eigentlich es nur noch ein endloser Gameplay-Loop ist aus hol bessere Waffe, grinde weiter für bessere Waffe. Dann, das ist auch mit der einzigste Grund, warum ich irgendwie nie in so ein Division oder so reinkommen konnte. So, es ist einfach für mich so ein so repetitiver fucking nochmal Gameplay-Loop, dass wenn du einmal realisierst, was du da machst, einfach, du hast einfach keinen Bock mehr auf diese Spiele, so. Ich meine, die Borderlands-Reihe war wirklich so eine Sache, wo ich mir früher dachte, dass die eigentlich sehr geil sein würden. Allerdings ist es ist zwar besser als der durchschnittliche Looter-Shooter-Gameplay, aber es ist halt immer noch super repetitiv in meinen Augen. Also ja, no front an Leute, die tatsächlich Spaß daran haben. So, ne? Genießt, was ihr genießen wollt. Aber für mich sind es einfach die uninteressantesten und repetitivsten Spiele, die ich mir irgendwie vorstellen konnte. So könnte. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde es irgendwie super uninteressant, irgendeinen Looter-Shooter zu spielen. Einfach nur, weil irgendwann schaltet sich einfach das Wissen ein, hey, was ich hier mache, bringt mir eigentlich absolut gar nichts. So. Das sind Spiele, die kannst du halt nur genießen, wenn du irgendwie komplett das Gehirn ausschaltest. Und naja. Wenn ihr irgendwie Spaß dran habt, no front, ne? Habt Spaß, woran ihr Spaß haben wollt, aber keine Ahnung, ich mag's nicht. Ja. Danke fürs Zuhören. By the way, fuck Genshin Impact, auch wenn ich es wahrscheinlich als Gameplay reinpacken werde oder so. Naja, und bleibt toxisch.